Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS19 hier aus der Niemandsland. Ja, ich hoffe, geht es euch gut. Ihr seid solide gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge werden wir Gras mähen, damit wir für das nächste Jahr Silomaterial haben. Silo habe ich noch nicht gebaut. Das wollte ich unbedingt machen. Aber ich würde mal sagen, wir legen jetzt mal los hier mit dem Grasmähen. Der Helfer ist unterwegs beim Düngen. Und wir machen jetzt so den letzten Schnitt im Herbst. Damit dass wir dann den ersten Schnitt im Frühjahr ganz ohne Unkraut erledigen können. Wenn das Ding einmal läuft, dann läuft's. Würde ich mal so sagen. Bist du Filcher? Nimmt das Ding an. Dann machen wir mal das Vorgewende. Dann ist unsere Richtung. Des Baumes. Bisschen was bei Billing. Ist an der Linie lang von. Nicht weit rausgekommen. Ah, bin auch auf Kurs. Hervorragend. Lassen wir jetzt das da stehen. Dann würde ich sagen, bauen wir den Silo. Und zwar bauen wir den kleinen Silo. Jetzt stellt sich die Frage für mich, wo sitze ich hin?
Schaut es jetzt da hinaus? Weil gerade einfach rückwärts einfahren war eigentlich die perfekte Lösung. Und da hebt man ja schon gut die Flächen. Ich glaube, die schaut bei mir gut aus. Außenansicht. Ja gut, der Knarrsieg müssen wir vom Feld weg da vielleicht. Oder Spada. Gleich mal so ein bisschen die Säcke aus. Ich glaube, das ist ändert das kleine Problem. Und unten ein paar Bäume weg, dann können wir dann danach ein bisschen durchfahren. Das halten wir uns für den Winter auf. Aber zumindestens dann mal da halt wir das einen Ansatz kriegen. Ich würde ja sagen, da gerade einer. So, gerade einer und dann hier abladen. Schauen wir mal, was hat der Helfer? Hat der alles fertig gemacht? Ist auf da unten alles. Jetzt müssen wir doch den Rest da oben, den machen wir jetzt gleich selber. Und dann können wir nämlich gleich versetzen. Ist es wird A fertig. Für das nächste Jahr. Da nochmal zurückgehen. Ah. Man was vergessen. Ich sehe da oben, aber es müssen wir da immer nochmal nachsehen. Müssen wir da immer nachher nochmal nachsehen. Das ich, das ich, das ich, das ich, das ich, das ich, nimm mal mit.
Jawohl. Wett. Jawohl. Ah, genau diese Gitter, das nehmen wir dann. Da schauen wir dann, dass wir das mitnehmen. In unseren Weg rein, Link. Aber für heuer tut's. So. Auf geht's, Runde 2. Mit zum Verfordern und zum Geldverdienen braucht man es fürs nächste Jahr. Plan für Season, also für Season, für die, fürs dritte Jahr ist einen neuen Traktor kaufen, vielleicht zwei. Und mit dem Silo kann man das ganz gut steuern. Weil hier jetzt schon den austauschen können gegen ein bisschen was Größeres, ist schon klar. Schauen wir, wie viel Ladewagen das wir rauskriegen aus dem Ding. Aber zumindest brauchen wir noch keine Silobäume mehr machen. Ist halt eh schon mal was. Das braucht zwar länger,
aber wir spannen uns da die Wickelmaschine, die Wickelpresskombi zum Holen und den Sammler zum Holen. Einen eventuellen Hänger. Ja, den muss man gleich befüllen können. Für die Tierversorgung. Hervorragend. Es geht ja dahin. Machen wir das da gleich. Schrägen wir das wo. Falsche Wiesen. Ah, okay, dann schrägen wir es mit Schodau. Ah, das wollte ich. Dass ich da so ein bisschen einen Ansatz habe, wo der Weg geht. So. Ich fahre ja echt gerne aus der Innenansicht. Und da den Originalweg möchte ich echt gerne ein bisschen da halten.
Schauen wir bis zum nächsten Schnitt, dass wir dann auch den, dass wir auch das Unkraut da auch schön vernichten. Haben wir ja zwei Methoden jetzt dazu. Funktioniert gut. Vielleicht holen wir uns fürs Frühjahr dann für den ersten Schnitt das Böttinger Flügelwerk hinten, das Flügelschneidwerk. Das war natürlich nur genialer. Leider muss man da nichts hin. Hervorragend. Dann können wir wenigstens da im Herbst den dritten Schnitt verarbeiten. Ah, den letzten Schnitt, nicht den dritten, sondern den letzten Schnitt, so wollte ich sagen. Dann können wir den letzten Schnitt richtig gut verarbeiten. Ich weiß nicht, die, was vorhin ohne Season spielt, wird da dann das ganze Feld per Unkraut gemacht oder auch gerade stellenweise. Das darf mich mal interessieren. Weil ich eigentlich nur mit Season spiele. Egal jetzt hier auf der PlayStation oder auf dem PC. Ich bin ja schon ganz gespannt, wie der neue wird. Also wieder. Mit der neue LS wird, auf das bin ich ja schon mal extrem gehypt. Bin ja beim Überlegen, wo ich mir nachholen soll.
Da machen wir das ganze Ding hoch, fahren wir da mit der Kamera zurück. Ah. Ja, so ein 1% Scheiß mehr da nebeneinander. Obwohl das der kleine Silo ist, gell? Fast der extrem viel. Jetzt machen wir noch eine Runde und dann werden wir die Folge dann beenden. Ja, dann werde ich da den Rest des Silos alleine fertig machen und die Föder vom Helfer düngen lassen. So. Und geht's auf. Hervorragend, hervorragend, würde ich sagen. Ich hoffe auf Schnee, jetzt hier in der Niemandsland nachher, sobald dass wir den Wintereinbruch haben. Ein bisschen vielleicht Schnee räumen können. Frost machen natürlich im Winter. Das war jetzt so der Plan für den Winter. Geld investieren in die Finanzierung von Gebäuden. Steh du. Natürlich Sakko, Dünger müssen wir kaufen, das ist auf alle Fälle, unsere Kühe produzieren noch nicht so viel Naturdünger. Die Felder müssen wir ein bisschen im Markt behalten mit dem Unkraut, dass wir da eine gescheite Ernte kriegen. Natürlich auch was die Bodenbeschaffenheit macht. Dass man das mit dem Pflügen nicht übersehnt. So nutzen wir jetzt das. Haben wir es um 12.25 Uhr. Ich schon irgendwie hinkriegen. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen.
Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus dem LS19, aus dem Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen und vor allem meinen lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.